Liebe Krebse, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal, wenn wir gleich in die Liebesenergien für den August schauen wollen. Ich bin gespannt, was ich euch berichten darf, was so auf euch zukommt, worauf ihr euch freuen dürft, manchmal auch Dinge, die ihr loszulassen habt oder worauf ihr achten solltet. Wie immer, ich spreche aus den Augen einer Frau, also wenn ich vom König, der Königin spreche, dreht es euch bitte so um, dass es passend und stimmig für euch ist. Bevor wir mit den Tarotkarten in die Hauptenergien schauen zum Thema Liebe, möchte ich wie immer erstmal in euer Herz lauschen, in eure Seele, was denn da so eventuell für Bedürfnisse, Sehnsüchte schlummern, was ihr euch Gutes tun sollt. Boah. Erstmal richtig hinsitzen, im August. Dann lasst uns mal schauen. Eine Karte hätte ich da gerne. Eine Botschaft aus eurem Herzen, aus eurer Seele. Was denn da so los ist? Okay. Zwei Stück. Da ist ganz schön was los, so wie es ausschaut. Ein liebevoller Engel wacht am dunklen Pforten über dich und verwirrt in den Ruinen der Vergangenheit, finde ins Jetzt und lebe. Zwei Karten, die sich unglaublich schön ergänzen, denn die eine sagt mir, einige von euch hängen gedanklich noch in der Vergangenheit fest, an Dingen, ja, die immer wieder in eurem Kopf, in eurem Herzen auftauchen, hauptsächlich in eurem Herzen auch wehtun, die euch nicht loslassen. Und auf der anderen Seite ein liebevoller Engel, der an dunklen Pforten über euch wacht. Also der Engel, der aufpasst, dass ihr nicht euch von der Melancholie und von der Traurigkeit einholen lässt. Also bei einigen von euch ist es tatsächlich so, dass sie Dinge nicht loslassen können, die ihnen aber wehtun, also die ihnen nicht gut tun. Erinnerungen an schöne Zeiten, die aber vergangen sind und die alte Wunden immer wieder aufkratzen. Also ganz wichtig für euch im August auf jeden Fall, zu versuchen, diese alten Dinge loszulassen. Erinnert euch an die schönen Zeiten, die ihr hattet, zu diesem Thema, was euch immer wieder hochkommt, was euch immer wieder beschäftigt und traurig macht. Seid dankbar für diese erlebten schönen Zeiten und lasst sie dann los, weil es tut euch nicht gut. Also ich spüre jetzt gerade ganz, ganz heftig eine Traurigkeit, die aus eurem Herzen kommt und ja, die Aussage ist, leb wieder, das ist ganz, ganz wichtig, das ist die Botschaft von eurem Herzen, hör auf traurig zu sein und versuch wieder das Leben zu genießen, geh raus, seh die Schönheit des Lebens wieder und freu dich wieder, freu dich darüber, dass du da bist. Das ist ganz wichtig und das ist gerade so das, was ich spüre, was bei einigen von euch ganz schön im Argen gerade ist. Jetzt lasst uns mal weiterschauen mit dem Einhorn-Orakel, was da noch für eine Botschaft ist und dann geht es auch gleich mit den Tarotkarten in die Liebesenergien für den August. Erfrischende Oase, verwöhn dich selbst, sammle deine Kraft. Ja, ist ein schöner Tipp, eine schöne Botschaft für euch für den August. Verwöhn dich selbst. Schaut einmal, was ihr euch selbst Gutes tun könnt, um in eine positivere Energie zu kommen. Vielleicht gönnt ihr euch nur eine Massage, geht ins Thermalbad, geht schön essen, geht raus in die Natur, macht einen langen Spaziergang, irgendwas, wo ihr wieder Kraft schöpfen könnt, denn ich merke, ihr seid ein Stück weit mit eurer Energie im Tiefpunkt.
Ja, und könnt euch gerade auch nicht so richtig draus befreien. Also im August wirklich wichtig für euch selbst da zu sein, euch selbst Freude zu bereiten, in kleinen Dingen auch, woran ihr Spaß habt, worauf ihr euch freut, vielleicht ein Hobby, vielleicht gönnt ihr euch mal irgendwas, wo ihr wisst, ja, da werde ich lächeln, das macht mir Spaß, ganz wichtig für euch. Aus diesem, ja, aus diesem traurig-negativen im August herauszukommen. So, aber wir werden ja sehen, vielleicht ergibt sich da auch etwas Schönes, was euch dabei helfen wird, das Leben wieder mit einem Lächeln und mit strahlenden Augen zu sehen. Und da hätte ich gerne fünf Hauptüberschriften, fünf Hauptenergien für euch für den August zum Thema Liebe und noch drei, was denn da so Schönes auf euch zukommt. Ich kämpfe wie immer, diejenigen von euch, die schon öfters auf meinem Kanal waren, wissen, mit den Fehl-Tarot-Karten kämpfe ich, weil sie so riesig sind. Aber wir geben uns ja nicht geschlagen. Zwei Karten hätte ich gerne noch, zwei Hauptenergien. Drei, okay, dann soll das so sein. Dann schauen wir mal rein. Ihr wisst, ich schaue in die Hauptenergien in jede Karte hinein und später gehen wir tiefer auf die Energie ein mit den Licht- und Schatten-Tarot-Karten. Der König des Frühlings. Der König des Frühlings, da werden wir sehen, ob es sich um die Energie handelt oder tatsächlich um eine Person. Wenn wir jetzt hier Person nehmen, ist das ein sehr weiser Mensch, ein Mensch, der auch in Aktion ist, also der immer irgendwas bewegt, manchmal ein bisschen theatralisch, also haut gerne mal auf den Putz. Aber kann auch sehr inspirierend sein. Also könnte jemand sein, den ihr begegnet, der euch auch vielleicht ein Stück aus eurem Tief rausholt. Ansonsten, wenn es die Energie ist, werden wir ja gleich sehen, kann es sein, dass ihr finanzielles Glück habt im August. Vielleicht spielt ihr Lotto, gewinnt eine Kleinigkeit oder macht mal einen Rubbel los oder sowas. Also auch das Anzeichen, dass euch jemand ganz überraschend unterstützen und unter die Arme greifen wird im August. Dann haben wir die Sechs des Sommers. Da ist es gut möglich, dass jemand aus eurer Vergangenheit zurückkommt, mit der Person ihr mal eine Liebesbeziehung hattet. Die Karte fordert euch aber auch auf, an das Licht und an die Schattenseite mit dieser Person zu denken und objektiv auszuloten. Also nicht, vielleicht ist das auch die Person, wegen deren ihr oder einige von euch hier gerade ein Tief habt. Also nicht so, der klingelt oder eine Nachricht und boah, er, sie ist wieder da und blinkt nochmal rein, sondern die Karte fordert euch schon ein Stück weit auf, da genauer hinzuschauen, warum dieser Mensch plötzlich wieder in euer Leben tritt, was er wirklich möchte. Also nicht so mit der rosanen Brille. Also es ist eine kleine Warnung in diesem Punkt. Sieben des Winters, ganz, ganz witzig. Die Karte sagt nämlich, es gibt bessere Entscheidungen, also oder Möglichkeiten. Warnt auch etwas davor, die Dinge nicht klar sehen zu wollen, die war vor der Wahrheit wegzulaufen. Also es ist gut möglich, ich lege die zweimal zusammen, dass da tatsächlich bei dem einen oder anderen von euch jemand aus der Vergangenheit wiederkommt und ihr da ein bisschen blauäugig rangeht. Loslassen. Das Thema hatten wir hier oben, eine große Arkana für euch. Lasst die Vergangenheit los, sagt euch auch diese Karte. Ihr sollt mit etwas abschließen, damit wieder Platz ist für etwas Neues, Schönes in eurem Leben.
Ich bin wirklich sehr gespannt, ob das mit hier, mit diesem bisschen blauäugig sein, die Dinge nicht so klar sehen zu wollen, zu tun hat. Und der Magier sagt euch aber, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Ihr habt das Werkzeug in euch. Der Magier ist die klare Aussage, ihr könnt alles schaffen, was ihr euch vornehmt, wenn ihr nur daran glaubt. Das ist ja immer so ein Thema mit den Wünschen, mit den Träumen. Man kann so viel manifestieren, versuchen, wie man möchte, wenn man in seinem Inneren aber schon sagt, ja, klappt eh nicht, aber ich probiere es halt mal, könnt das in die Tonne treten, bringt es nichts. Also hier die Aufforderung, glaubt an euch, ihr habt es in euch und hier wieder die gleiche Karte wie oben, belohn dich selbst, verwöhn dich selbst mit den Neuen des Herbstes und genieße die Zeit des Alleinseins. Also die Karte fordert euch auch auf, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, wenn ihr gerade aus einer Beziehung raus seid oder noch einer alten Liebe nachtrauert, sondern ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, nach vorne schauen und das Leben wieder genießen lernen. Jetzt gehen wir aber tiefer drauf rein. Jetzt möchte ich erstmal wissen, was hat denn der König des Frühlings zu sagen, beziehungsweise ist das eine Person oder handelt es sich hier ausschließlich um die Energien? Da hätte ich gerne drei Klärungskarten. Aber bei euch Thema loslassen und euch an erster Stelle stellen. Das solltet ihr sowieso immer, denn es gibt keine wichtigere Person in eurem Leben als euch selbst. Denn wenn es euch nicht gut geht, könnt ihr auch andere Menschen nicht glücklich machen. Also immer auch auf sich selbst achten, sich nicht hinten anstellen und ja, versuchen alles, allen anderen alles recht zu machen und sich selbst zu vergessen. So, jetzt aber nochmal. Drei Karten hätte ich gerne zum König des Frühlings für meine Krebse. Ist das eine Person oder ist es die Energie? Welche Botschaft darf ich da überbringen? Drei Karten bitte. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Vier sind es geworden, oder? Ja. Ach, meine Lieben. Habt Vertrauen. Der Narr, immer ein Zeichen, auch Vertrauen zu haben. Ja? Ihr seht es schön an dem Bild, die Frau lässt sich rücklings ins Nichts fallen, weil sie den Glauben hat, das Vertrauen hat, dass alles gut wird. Und ihr werdet in diese Energie kommen. Ja? Mit der Königin der Stäbe werdet ihr wieder eure Lebensfreude zurückbekommen. Ihr werdet, die Königin der Stäbe hat den Stern in der Hand. Der Stern ist die Wunscherfüllung. Ihr werdet euren Glauben und euer Selbstvertrauen wieder bekommen. Und aus dieser Melancholie, von der ich da oben gesprochen habe, schaut euch das an. Ja, alles scheiße, alles ist doof, keiner hat mich lieb, Stimmung ist das. Und einige von euch sind gerade genau in dieser Stimmung. Aber wir haben die 10 der Kelche, meine Lieben. Die 10 der Kelche, höher geht nur mit dem Ass. Sagt, da kommt jemand auf euch zu, da kommt jemand auf euch zu, der euch genau aus diesem Tief rausholen wird. Vielleicht habt ihr ihn schon kennengelernt, vielleicht wisst ihr, von wem ich spreche, oder er taucht ganz plötzlich auf, denn mit der 10 der Kelche wird euch gesagt, hey, ihr kommt wieder in die Geborgenheit, in das Vertrauen, in die Leidenschaft, Zärtlichkeit, da ist alles drin, ja? Also, es wird jemand in euer Leben treten, der tatsächlich die Kraft hat, euch aus eurem Tief rauszuholen. Mag eine Weile gehen, muss nicht von heute auf morgen passieren, denn wir haben jetzt keine Karte, wo ich jetzt sagen würde, buff, morgen trifft euch der Blitz und ihr habt die Herzen in der Auge. Aber im August wird etwas in diese Richtung gehen. Es wird euch besser gehen, definitiv mit der Königin der Stäbe. Und ihr kommt aus diesem Fünf der Kelche, aus dieser Melancholie in die Zehn der Kelche rein, die heißt Wow. Ja, also super, super schön. So, jetzt schauen wir mal auf die bessere Entscheidung. Was hinkt denn da noch? Was
Ja, hoppala, wer kommt denn da noch wieder auf euch zu aus eurer Vergangenheit? Und die geistige Welt sagt euch, habt da ein bisschen Acht. Ja, glaubt nicht alles, was euch aufgetischt wird. Da muss nicht unbedingt die Wahrheit dahinter stecken. Ich hätte noch gern eine Karte. Schaut ein bisschen besser hin. Vielleicht sagen die Karten auch, ja, der meint es oder sie meint es ehrlich. Ah, lasst den Dingen ihre Zeit. Wir werden sehen. Aber da ist ja das Loslassen bei euch ein großes Thema. Okay, meine Lieben, bei einigen von euch tatsächlich kommt da jemand zurück und diese Rückkehr wird euch unglaublich glücklich machen. Da werden in Anführungszeichen Feste gefeiert, da wird weggegangen, da wird auf Events gegangen, essen gegangen. Die Lebensfreude kommt aus euch nur so raus wieder. Und jetzt habe ich die 10 der Münzen. Noch die 10 der Münzen sagt Fülle, Haus, Hof, Katze, Maus, Hund. Alles ist dabei. Familie, Geborgenheit, Liebe. Und jetzt schaut her, jetzt haben wir hier auch noch die 2 der Kelche. Also derjenige, der auf euch zukommt, neu oder bei einigen, der aus der Vergangenheit wieder auftaucht, kurze Vergangenheit, lange Vergangenheit, vielleicht hattet ihr auch einen Riesenstreit, hängt deswegen gerade so in den Seilen, aber die Verbindung, die ihr habt, die ist extremst tief. Mit den 2 der Kelche spreche ich auch immer gern von einer Seelenverbindung, von einer Seelenpartnerschaft. Die geht tief rein und ihr werdet euch wieder die Hände reichen. Definitiv. Also da wird es eine Rückkehr geben von jemandem, wo gerade im Rückzug war oder wo Stillstand war. Und ja, das sieht mir sehr, sehr schön mit den 10 der Kelche und der 2 der Kelche aus. Und ich möchte jetzt gerade noch kurz eine Karte werfen, weil ich habe jetzt gerade so eine Eingebung und die sagt mir, das Loslassen, was hier so betont wird, das genauer hingucken ist das Thema, weswegen du oder er in den Rückzug gegangen ist. Und mal, prüfen, war der Streit gerechtfertigt? Hat es das überhaupt gebracht? Und vielleicht auch ein bisschen Vergebung reinbringen. Ja? Jo, genau. Wenn dieser Mensch zurück in euer Leben kommen sollte, dann seid ihr im Moment noch nicht so richtig sicher, ob ihr das wollt oder nicht. Einerseits ziehen euch die Vögel in ruhigere Gewässer, ihr wünscht euch das, aber die Fäden sind sehr dünn und ihr wisst noch nicht wirklich, ob ihr das tatsächlich auch möchtet, obwohl die Gefühle zwischen euch unglaublich tief sind. Aber irgendetwas ist vorgefallen, was euch wirklich in die Hab-Acht-Stellung bringt und nicht so ganz, ja, ihr nicht so ganz frei seid, das Ganze wieder so unbeschwert aufzunehmen. So, loslassen, was ist denn das Loslassen? Also ich denke mal, das Loslassen ist tatsächlich alte Themen. Ihr müsst alte Themen loslassen. Es sind mir zu viele geballt. Alte Themen loslassen, damit ihr, was ist denn jetzt los? Los. Damit ihr nach vorne schauen könnt. Das sind Wunden in euch, das sind Dinge geschehen. Einerseits bei einigen von euch, die jetzt nichts mit der Person zu tun haben, die auf euch zukommen wird. Die wollen so geballt. Weil es ein neuer Mensch in eurem Leben ist und bei anderen von euch kommt jemand zurück und die Wunden sind noch da
Und ihr sollt loslassen, meine Lieben, ihr sollt wirklich loslassen und nach vorne schauen. Das sagt euch ja da oben schon die drei Botschaften. Also mit dem Ritter der Münzen, da geht etwas schnell voran. Also es wird tatsächlich jemand schnell in euer Leben treten, beziehungsweise zurückkommen, mit einem ganz schönen Selbstbewusstsein auch. Also der klopft an eure Tür und sagt so, hallo, hier bin ich wieder. Und ihr werdet eine weise und richtige Entscheidung treffen. In die ein oder andere Richtung ist für jeden von euch anders, ihr wisst, Kollektivenergien. Die einen von euch werden sagen, loslassen, nö, schon kein Bock mehr, du hast mir zu arg wehgetan. Die anderen von euch werden für sich die Lösung finden und sagen, ja, okay, pass auf, lass uns den alten Käse vergessen und nach vorne schauen, denn das Rad ist noch gefallen und das Rad sagt mir auch immer, im Grunde genommen sind die Würfel schon gefallen, in eurem Herzen wisst ihr schon, was Sache ist, wie ihr euch entscheiden möchtet. Und die zwei der Münzen ist auch so für mich immer ein Zeichen, dass ihr in eure Balance kommt, in den Ausgleich wieder eure Mitte finden werdet, durch die Entscheidung, die ihr trifft. Wie gesagt, jeder von euch, situationsangepasst, wird sich anders entscheiden. Manche werden tatsächlich sagen, hey, das mit uns war schon etwas Besonderes. Ich möchte dem Ganzen eine neue Chance geben, das Alte vergessen. Andere werden sagen, das mit uns ist schon ziemlich tief, das weiß ich, aber ich sehe da keine Chance mehr. Ich muss loslassen. Und bei denen der Mensch erst ins Leben kommt, da werdet ihr sehen, denn euch geht ja hier ein Licht auf. Und mit dem Rat des Schicksals ist das für mich auch immer so ein kleiner Wink von der geistigen Welt. Ja? Ihr werdet euer Selbstvertrauen wieder bekommen und werdet das angehen. Auf jeden Fall. Ihr werdet da nicht sagen, nö, guck, bin ich in die Tüte. Denn es sind ja, schaut her, 10 der Kelche und 2 der Kelche, 10 der Münzen. Es sind wunderschöne Karten für die Liebe, auf jeden Fall gefallen. Und diesmal sehr unterschiedlich. Also ich kann sagen, obwohl es eine Kollektivenergie jetzt ist, geht es in zwei Richtungen. Die einen müssen vergeben, weil jemand zurückkommt. Und die anderen müssen Vertrauen lernen, weil sie jemand Neues kennenlernen. So, mit dem Magier. Was sind denn eure Wünsche, eure Träume? Was sollt ihr denn manifestieren? Woran sollt ihr glauben? Denn euch fehlt im Moment ein bisschen der Glaube an das Gute. Das sehen wir ja da oben. Ihr seid gerade so in einem Negativtal, an dem ihr eure Hoffnung eigentlich ein Stück weit begraben habt. Und da wollen wir doch mal sehen, was der Magier uns denn noch zu sagen hat. Aber es sieht gut aus, ja? Es sieht auf jeden Fall im August sehr gut aus, denn wir haben wunderschöne Liebeskarten hier liegen. Page der Stäbe, hier kommt Action rein. Ihr bringt Action rein und mit der Gerechtigkeit werdet ihr den für euch richtigen Weg gehen, so dass es sich für euch richtig anfühlt, ja? Dass ihr euch richtig behandelt fühlt, dass ihr das Gefühl habt, ja, so muss es sein, in die ein oder andere Richtung. Und das Schöne ist, Tod und Wiedergeburt ist gefallen, das heißt, ihr schließt mit etwas Altem ab, dass etwas Neues beginnen kann. Und das kann sein, ihr schickt diesen Menschen in die Wüste und sagt, nö, hast deine Chance gehabt, ich habe keinen Bock mehr, fang dadurch ein neues Leben an, denn wenn es endlich abgeschlossen ist, kann man auch nach vorne schauen oder der Mensch, der auf euch zukommt, den ihr neu kennenlernt, da werdet ihr sagen, ja, das ist jetzt der Richtige für mich, ja, und ich gebe dem Ganzen eine Chance, leg mal mein Misstrauen auf die Bank und schau mit diesem Menschen mal nach vorne. Und nicht mehr zurück, ne? Weil das Zurück, das solltet ihr ja zurücklassen.
Gut. Die Belohnung. Du sollst dich belohnen. Mit was sollst du dich denn im August belohnen? Was kommt denn da Schönes auf euch zu? Also es sind wunderschöne Karten. Es ist sehr, sehr viel Liebe und Freude drin. Aber Entscheidung. Ne? Die Entscheidung liegt da, um neu anfangen zu können für euch. Was darf ich denn Schönes? Welche Belohnung wartet denn auf meine Krebse? Hätte ich gerne auch noch drei Karten. Wieder ein Häufchen. Oh Gott, das glaube ich nicht. Schaut her. Ass der Kelche auch noch. Meine lieben Krebse. Der August wird ein Monat voller Liebe. Und Ass ist die Chance. Also dieser Kelch, der blubbert über voller Liebe. Das ist unglaublich. Wir haben 10 der Kelche, Ass der Kelche, 2 der Kelche. Ihr werdet die richtige Entscheidung treffen, hü oder hot, aber sie wird voller Liebe stecken. Ganz, ganz sicher. Vielleicht müsst ihr auch erst jemand hinter euch lassen und trefft jemand, der euch auch dabei hilft, das Alte zu vergessen, dem Alten den Schuh zu geben und sagen, Tschüssikowski. Ihr steht noch so ein bisschen da und wartet auf den perfekten Moment. Jetzt haben wir auch noch die 8 der Kelche. Die 8 der Kelche ist, dreht euch um und geht nach vorne der Liebe entgegen. Lasst das Alte zurück, also wirklich das Thema Loslassen von altem Mist. Denn die Wahnsinnsliebe wartet hier auf euch. Und schaut, jetzt haben wir auch noch 7 der Kelche. Der Monat August ist voller Kelchenergien. 8 der Kelche, 7 der Kelche, Ass der Kelche, 2 der Kelche, 10 der Kelche. Meine Lieben, mehr Kelche habe ich jetzt fast nicht mehr im Kartendeck. Ne? Aber ihr seid noch so ein bisschen misstrauisch, das sehe ich schon, denn mit den 7 der Kelche, das zeigt mir mal wieder, Krebschen geht 2 Schritte vor, 3 zurück, 7 Kelche liegen da, oh, Liebe, Geborgenheit, oh, Zärtlichkeit, das ist ja, aber da könnte eine Schlange drin sein, die beißt mich und ich falle wieder ein Loch. Also ihr habt das volle Liebesprogramm auf dem Tablett, aber ihr werdet noch etwas zögerlich hinschauen, ist ja auch okay, hier oben war ja auch die Anregung, geh es langsam an, ne? Stürz dich nicht gleich voll rein, aber da ist Ehrlichkeit dahinter, das kann ich euch sagen, das ist kein Schmuh, da ist keine einzig miese, böse Karte gefallen bei diesem Menschen, da steckt Liebe und Ehrlichkeit dahinter, ganz, ganz bestimmt. So, jetzt schauen wir aber noch, was die kleinen Herzorakelkarten. Ein heimlicher Verehrer, ja. Gut möglich, dass euch jemand schon die ganze Zeit im Auge hat und sich nur noch nicht getraut, euch anzusprechen. Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu das, was für dich richtig ist und das werdet ihr machen. Ich habe ja gesagt, diese Legung steckt voller Entscheidungen bzw. eine Entscheidung, euren Weg neu zu beginnen, Altes hinter euch zu lassen und göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Und das ist genau das Richtige. Ja, der richtige Schlusssatz hier, habe ich gesagt, mit dem Narren, vertraut darauf, dass alles gut wird. Und die Karten sind so, dass ich euch sagen kann, meine Lieben, es wird gut. Ihr werdet den Schmerz hinter euch lassen, werdet wissen, wie ihr zu entscheiden habt, damit ihr hier mit den ganzen Kelchkarten aus den Vollen schöpfen könnt. Ich möchte euch das nochmal zeigen, einmal geballt, damit ihr wisst, wie viele Kelche hier heute gefallen sind. Ja, also dreht euch um, lasst das Alte zurück. Seid nicht so misstrauisch. Ne? Seid nicht so misstrauisch. Hier ist die Chance auf eine unglaubliche Liebe, eine Seelenpartnerschaft und das absolute Glück. Traumhaft schöne Legung für den August, für euch. Also ich freue mich riesig, dass ich euch diese Botschaft habe überbringen dürfen. So, meine Lieben,
Ich hoffe, ich habe euch etwas Hoffnung geschickt. Ihr lächelt, ihr schaut positiv in den August hinein. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ihr wisst, ich antworte immer oder schickt mir eine WhatsApp-Nachricht. Unten in der Infobox ist meine Nummer. Und wenn ihr ein privates Reading möchtet zu eurem Gegenüber, zu eurem Wunschpartner, schreibt mich einfach an. Wir werden die richtige Legung für euch finden. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen August. Der wird echt spitze. Ja, und wenn ihr mich nicht verpassen möchtet mit meinen nächsten Legungen, dann drückt die Abo-Glocke, kostet euch überhaupt nichts und ihr werdet benachrichtigt, wenn ich wieder was online stelle. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Licht und Liebe und bis bald. Tschüss, macht's gut.